Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Flatex. Anlegen bei den Profis. So, herzlich willkommen zur Opening Bell. Tja, jetzt endlich sind wir wieder in der Spur, zeitlich gesehen, denn die Amerikaner, sie sind uns nur noch eine Stunde voraus. Das heißt, wir haben auch eine Stunde noch Zeit, bevor dann an der Wall Street der Eröffnungsgong läutet. Und deshalb, wir haben genügend Zeit, um dann mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Krämer zu schauen und uns erzählen zu lassen, wie denn der DAX so performt, nachdem wir ja jetzt erstmal Ostern hatten. Wir hatten Ostern und ich hoffe, du hast ein wunderschönes Osterfest verbracht. Der Gong heißt übrigens Glocke, wie die Sendung, lieber Martin. Entschuldigung, das musste jetzt raus, es brannte mir auf der Zunge. Ja, beim DAX habe ich heute Morgen schon mal ein bisschen vorgearbeitet, sozusagen. Ich habe mir gedacht, hier zack, rums, bums, direkt nach einem langen Wochenende hauen wir mal ein Allzeithoch raus. Haben wir auch geschafft, das heißt, wir haben relativ wenig Umsätze hier am Parkett, aber die Euphorie war zumindest am Morgen noch da gewesen. Das heißt, momentan muss man sich die 18.567 Punkte beim DAX merken. Und dann sehen wir aber auch, dass man ganz stark wieder nachgelassen hat. Ja, dünne Handelsumsätze heißt natürlich auch, dass das Eis dünn ist und dass die Stimmung relativ schnell kippen kann. Wir hatten ja gerade im Vorfeld vor Ostern noch relativ gute Konjunkturnachrichten aus den USA, auch durch die Inflationsdaten bekommen. Das hat noch mal gepusht und auch Asien hat am Morgen noch für frohen Mutes gesorgt. Mittlerweile schaut man aber auf die Wall Street. Du hast ja schon angesprochen, wir sind mittlerweile wieder so eingestellt, dass eine Stunde Differenz ist. Das heißt, am Wochenende wurden auch bei uns die Uhren umgestellt. Und wenn man sich mal die Futures anschaut an der Wall Street, ja, dann ist es wohl tiefrot eingefärbt. Aber wir bleiben bei den positiven Sachen, würde ich sagen. Denn das erste Quartal ist ratzfatz vorübergegangen mit einem ordentlichen Plus beim deutschen Leitindex von satten 10%. Ich weiß nicht, wann es das mal gegeben hat zuletzt, in den ersten drei Monaten so einen Anstieg hinzulegen. Ich bin mir sicher, du weißt es, aber ich finde, damit kann man sich durchaus schon mal begnügen für den Moment. Und obwohl wir jetzt leicht im negativen Bereich notieren beim DAX, finde ich, können wir nach wie vor noch mit den größten Gewinnern starten. Und unter den größten Gewinnern finden wir Henkel wieder. Hier gab es einen positiven Analystenkommentar von Barclays. Man hat das Kursziel von 72 auf 76 Euro angehoben. Die Einstufung lautet Equal Weight und man erwartet hier im nächsten Jahr eine Trendwende. Dementsprechend geht es nach oben 2,1%. Bei Rheinmetall ist es die gesamte Rüstungsindustrie, die wieder gefragt ist nach Ausführungen vom Finanzminister Christian Lindner, der in Aussicht gestellt hat, dass man in der Zukunft deutlich mehr für Rüstungsunternehmen und Verteidigung ausgeben möchte. Das hat bei Rheinmetall zu einem neuen Rekordhoch geführt und wir sehen das auch in der zweiten Reihe bei Hensoldt, dass die Rüstungsunternehmen gefragt sind. Ja, bei BASF, da pirscht man sich jetzt weiter über die wichtige Marke von 50 Euro. Da hat es aber schon in der vergangenen Woche einen positiven Analystenkommentar gegeben. Aber jetzt zieht der Kurs eben auch nach. Wir haben sie gerade schon mal ganz kurz eingeblendet gesehen, die größten Verlierer. Da hatten wir Vonovia mit der roten Laterne angesehen. Denn hier hat Goldman Sachs das Unternehmen oder besser gesagt die Aktie von der Conviction Buylist gestrichen. Also von der Liste, auf der die aussichtsreichen Aktien stehen. Und dementsprechend wird das auch direkt quittiert mit einem Minus von 3,8%. Genau, aber Sie haben ein bisschen was gestrichen, aber die Aktie ist ja auch hervorragend gelaufen zuvor, also von daher alles in Ordnung. Naja, dann warten wir mal drauf, ob sich die deutschen Anleger noch wieder fangen und ein bisschen Handelsvolumen reinkommt. Die US-Börsen, du hast es ja gesagt, momentan sieht es nicht so schön aus, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das aufzuarbeiten. Ich danke dir für den Überblick und wir sehen uns demnächst wieder und wir schauen dann mal auf das, was denn da kommt. Ja, und Gong ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, das mag schon sein, aber mir war Glocke nicht eingefallen. Ja, und da muss man sich eben behelfen. So ist das nun mal. Also Dow Future tatsächlich ein bisschen tiefer ins Minus gerutscht, 0,6% geht es hier nach unten. Die US-Indizes, die kommen ein bisschen schwach aus dem ersten Quartal wieder. Die Anleger fragen sich, okay, wie geht's weiter, wo kommen die Impulse her? Momentan relativ ruhig von der Seite. Notenbanksitzung, das ist gewesen. Unternehmen haben ihre Zahlen für Q4 gemeldet. Klar, am Ende des Monats könnte wieder ein bisschen Stimmung und ein bisschen mehr Druck reinkommen. Dann nämlich, dann geht es ja an die Q1-Zahlen, aber wir werden uns da ein wenig gedulden müssen. Und deshalb S&P ebenfalls unter Druck und der Nasdaq Future auch hier die negativen Vorzeichen
für den Augenblick, muss man sagen, allzu viel ist da noch nicht passiert. Also Bitcoin, er ist auf dem Weg nach oben wieder nach unten gedreht, aber Sie sehen, wenn Sie sich das Ganze jetzt aus einiger Entfernung anschauen, ja, wenn man davor steht, denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da geht es ja massiv nach unten. Ja, ist halt durchaus richtig. Also momentan tatsächlich eine Etage tiefer und das mit relativ großen Schritten. Schaue ich mir das Ganze allerdings mit einiger Entfernung an, dann sehe ich, okay, was ist denn passiert? Eigentlich überhaupt nichts. Der Kurs des Bitcoin in drei Schüben nach oben gelaufen, von 40 auf 50.000 knapp drüber. Dann von diesem Niveau knapp über die 60, von diesem Niveau knapp über die 70. Und das alles in wirklich immer kurzen Zeitabständen. Hoher Druck drin gewesen und da reden wir tatsächlich nur über die Bewegung seit Februar. Und das hatten wir ja auch schon im vergangenen Herbst gesehen. Schubphase dann zur Seite, Schubphase ein bisschen zur Seite. Also von daher würde ich mir nicht allzu viel Gedanken machen. Natürlich irgendwann werden wir hier eine größere Korrektur erleben. Ist das jetzt der Vorbote? Es sieht momentan tatsächlich für mich eher wie eine Konsolidierung oder in dem Fall dann auch gerne wie eine Korrektur nach diesem deutlichen Anstieg an und der Suche natürlich nach einem belastbaren Boden. Der könnte im Bereich knapp über 60.000 Dollar durchaus gefunden werden und dann würde sich am Ende, wenn man das Ganze tatsächlich verbindet, würde man hier vielleicht am Ende so irgendwie in so einer Formation rauslaufen, wo es dann tatsächlich, wenn die Nachfrage nach dem Bitcoin weiterhin so hoch bleibt, wie sie es zuletzt gewesen ist, dann dürfte es tatsächlich weiter nach oben gehen. Aber ist klar, dass ja jetzt ein bisschen die Anleger nervös werden an den Börsen. Läuft es jetzt gerade in den vergangenen Tagen auch nicht so gut und dann wird wieder ein bisschen Kasse gemacht. Das ist auch alles nichts Neues und das kennen wir schon aus den vergangenen Monaten. Da muss man sich gerade, glaube ich, keine allzu großen Gedanken machen. MicroStrategy, die ja in den vergangenen Wochen da überproportional mit zulegen konnte. Ich hatte es Ihnen ja mal schon gesagt, jetzt haben auch da die Anleger tatsächlich mal etwas genauer hingeschaut und gesagt, okay, bis hierher, es war ja, ich glaube, im Hoch die Aktie bei 2.000 Dollar und dann hat sie tatsächlich sofort am selben Tag noch gedreht und hier das Handelsvolumen auf die Unterseite relativ hoch gewesen. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich durchaus weitere Verluste sehen könnten. Auch weil es einfach an inneren Werten fehlt. Ja, wenn Sie alles nehmen, was Sie an Vermögenswerten haben und dagegen rechnen gegen die aktuelle Marktkapitalisierung, dann ist doch relativ viel Hype mit dabei und natürlich das Vertrauen darauf, Michael Saylor, also der Chef und Gründer des Unternehmens, der wird schon irgendwie richten und der wird schon irgendwie die Werbetrommel für das Unternehmen und für den Bitcoin natürlich damit auch weiter rühren. Aber jetzt eben ist es gerade erst einmal vorbei damit. Bei Tesla, da erwarten wir die Q1-Zahlen, die Auslieferungszahlen und dann Ives, das ist ein ganz großer Tesla-Bulle eigentlich, der hat jetzt sein Kursziel zurückgenommen. Das muss man natürlich ein bisschen in Anführungsstrich, also er hat es zurückgenommen, aber von 315 auf 300 Dollar. Also da sehen Sie, da könnte die Aktie trotzdem nochmal 40-50% steigen, um auf dieses Niveau zu kommen, was der Analyst da sagt. Er sagt, mittelfristig macht er sich oder längerfristig macht er sich da überhaupt gar keine Gedanken. Er bezeichnet allerdings auch Q1 als echten Albtraum für das Unternehmen. Die Nachfrage ist schwach, vor allem in China. China ist ein wichtiger Markt, nicht nur für Tesla, sondern natürlich weltweit für die Hersteller von E-Autos. Da ist die Nachfrage jetzt deutlich unter Druck geraten. Gleichzeitig kommen neue Konkurrenten. Xiaomi beispielsweise, ich hatte es ja heute Morgen mit dabei. Xiaomi mit einem 30.000 Dollar Modell. Ich habe mir den angeschaut, der ist eigentlich ganz okay. Der Wagen sieht gefällig aus und dürfte auch einiges bieten. Und natürlich, Xiaomi hat eine relativ große Fanbase, das darf man nicht vergessen. Das Unternehmen, das fertigt unglaublich viele Produkte, Saugroboter, ich hatte es Ihnen auf der Seite mal zusammengeschrieben, Saugroboter, aber auch natürlich im Smartphone-Markt ist das Unternehmen sehr stark und da hofft der Konzern natürlich auf positive Abstrahleffekte, weil die Qualität ist da, die Innovation ist da und dann sagt man, okay, dann werden die Leute erst einmal unserer Marke vertrauen und bei 30.000 Dollar, ja, da könnte der eine oder andere dann durchaus versucht sein, hier mal zuzugreifen. Also durchaus nachvollziehbar, wie gesagt, bei Tesla jetzt die Q1-Zahlen, die sind eigentlich schon relativ niedrig angesetzt. Also ich hatte es mir mal aufgeschrieben, es wird etwa so offiziell, also nicht von Unternehmensseite, aber so, wenn man so den Medienpark sich einmal, den Blätterwald da einmal durchblättert, dann kommt man so auf 440.000, 450.000 ausgelieferte Fahrzeuge. Wenn man etwas genauer hinschaut, die relevanten Analystenhäuser setzen eigentlich ihre Schätzung schon der Etage tiefer an, so 425.000, 428.000 Fahrzeuge. Also das ist das, was Tesla durchaus liefern sollte, wenn sie dann morgen vermutlich, nein, gar nicht wahr, nicht morgen, sondern heute im Laufe des Tages, wenn sie dann ihre Zahlen bekannt geben. Also von daher, danke liebe Regie, das war nochmal, da haben wir es nochmal kurz aufgefahren, wie sich Xiaomi
jetzt aufstellt gegenüber Tesla. Und da kommen wir zurück zum Tesla-Chart. Denn die Frage ist natürlich, wohin könnte die Aktie fallen? Also wir sind in einem intakten Abwärtstrend. Die Frage stellt sich jetzt erstmal nicht. Wir hatten hier nochmal eine kurze Gegenbewegung über die 200, hat nicht geklappt. Wir haben lediglich, und auch das ist vielleicht mal ganz interessant, wir haben lediglich das Gap zugemacht. Mehr oder weniger, Pi mal Daumen, das war zu. Und dann ging es auch direkt für die Aktie, das sehen Sie hier, war das Gap close. Und dann ging es für die Aktie eine Etage tiefer, weil einfach die positiven Impulse fehlen. Ja, Sie haben jetzt für ein paar Modelle Ihre Preise angehoben in den USA. Das mag schon sein, aber insgesamt hat sich an der Situation und damit natürlich am gesamten Umfeld jetzt für Tesla auch wenig geändert. Also wohin könnte es gehen? Ich denke mal, das Tief hier von März, das könnte angelaufen werden. Das ist so ein denkbarer Punkt. Was heißt denkbar? Das ist ein wahrscheinlicher Punkt, wenn jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes noch passiert. Und dann natürlich der Kurs im Bereich 150, auch das wäre ja nicht mehr allzu weit entfernt, also 10, 12, 15%, die es hier nochmal nach unten gehen könnte. Dann wird spannend, ob tatsächlich diese Marken halten oder ob die Anleger dann auf dem Niveau sagen, nein, Tesla, wenn man sich das jetzt gerade mit anderen Autobauern natürlich vergleicht, die Prämie ist noch relativ hoch, das Unternehmen ist relativ hoch bewertet und dann könnte durchaus hier eine Art Neubewertung stattfinden und dann könnte es tatsächlich nochmal etwas kräftiger nach unten gehen. Soweit ist es noch nicht und in der Charttechnik soll man ja nicht antizipieren, sondern man soll ganz einfach abwarten, bis dann die entsprechenden Signale auch kommen. Nvidia, ja, auch da könnte man natürlich so langsam zu dem Schluss kommen, ja, ist ein bisschen müde geworden. Wir sehen, hier ist der Deckel drauf, 900 und ein paar 65 Dollar dürfte das in dem, oder 70 Dollar irgendwo in dem Bereich ist ja das Allzeithoch von Nvidia. Und seitdem geht es jetzt nicht mehr so richtig weiter. Auch dann die Entwicklerkonferenz hat nicht mehr so den richtigen Push letztendlich auslösen können. Aber wenn Sie sich das anschauen, die Aktie, wir haben Strahl gelaufen. 80% im laufenden ersten Quartal, also im abgelaufen, gerade abgelaufenen ersten Quartal. Und ich hatte tatsächlich mal mir die Mühe gemacht und die Magnificent Seven aufgereiht, was wir denn da an Performance erzielt haben in den vergangenen 3 Monaten seit Jahresbeginn. Und da muss man sagen, ist Nvidia so weit weg von allen anderen gewesen, dass man sich durchaus auch mal eine kleine Ruhepause gönnen kann. Also ich glaube, der zweitbeste Wert ist Meta gewesen, 35%. Dann kam Microsoft, Alphabet ist mit dabei gewesen, Tesla minus 30, Apple minus 12, also von daher Amazon war auch gar nicht so schlecht. Also da muss man dann vielleicht mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist ja auch so, dass wenn wir uns das anschauen, im vergangenen Jahr gab es ja durchaus eine Phase, wo wir über Nvidia gesprochen haben, aber eigentlich nichts mehr passiert war nach diesem Punch, den wir im Frühjahr gesehen hatten. Also sehr starke Beschleunigung nach diesem, oh, wir machen übrigens 5 Milliarden Dollar mehr Umsatz als erwartet, dann ist lange erstmal nichts passiert. Und dann kam tatsächlich diese Folge Nachrichten, die das immer weiter nach oben getrieben haben. Und natürlich könnte man argumentieren, das Muster kennen wir. Vielleicht ergibt es sich für dieses Jahr wieder ohne große Korrektur, weil übergeordnet, sind wir doch alle ehrlich, das Thema wird doch bleiben. Das wird ja nicht verschwinden. Künstliche Intelligenz bleibt. Sie rennen Nvidia die Bude ein, auch jetzt für die neuen Chips. Und die werden preislich so gestaltet, dass sie hohen Gewinnmargen beibehalten werden können. Und wenn ich mir anschaue, was die 2021 verdient, also umgesetzt haben, und was sie, das waren glaube ich so 16 Milliarden, und wenn ich mir anschaue, was 2023, 24, 25 und 26 umgesetzt werden soll. Also das ist so eine irre Beschleunigung. Wirklich, wenn man da hinterher schaut, dann kriegt man Genickstarre. Was den Gewinnentwicklung betrifft, übrigens ebenfalls. Also von daher ist doch okay. Ja, sie pendelt da oben ein bisschen. Lassen Sie es auf 800 runtergehen, vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Das schafft ja nur für diejenigen eine Chance, mal einzusteigen, die bisher noch nicht dabei gewesen sind. Also längerfristig, glaube ich, muss man sich da keine großen Gedanken machen. Bei Apple, ja, warten langfristig natürlich nicht, ja, und es ist weiterhin ein gutes Unternehmen. Wir werden uns mal anschauen, wie die Wachstumszahlen ausfallen, sofern es überhaupt welche zu vermelden gibt. Aber wir haben weiterhin diesen Punkt, diesen Tiefpunkt vom März. Fallen wir drunter, könnte es etwas schneller noch weiter nach unten gehen, denn der Abwärtstrend, den wir hier irgendwann im Januar begonnen haben, eigentlich haben wir ein bisschen höher begonnen, aber jetzt der hier passt natürlich schön, wenn wir ihn drüber legen. Dann sehen wir doch, da gab es durchaus Gegenwehr, aber eben keine Trendwende. Also die Anleger, sie bleiben weiterhin skeptisch. Auf der Oberseite 180, knapp darunter, ist erstmal der Deckel drauf. Viel mehr gab es da nicht zu holen. Und auf der Unterseite könnte spannend werden. Und ich hatte ihn, glaube ich, mal vor 14 Tagen, sind noch keine 14 Tage, 7 Tage werden es ja sein, hatte ich ihm mal gezeigt, wie sie darauf spekulieren können, wenn die Aktie tatsächlich hier dieses Tief noch rausnimmt und ein bisschen tiefer läuft, wie man dann mit einem entsprechenden Derivat tatsächlich noch ein bisschen mehr einfahren kann. Das geht nicht grundsätzlich.
um Apple gleich schlecht, sondern Apple ist eine Trading-Chance, jetzt vielleicht eben nicht auf der Oberseite, aber dafür dann nach unten. Bei Amazon, da gibt es gar nichts. Es gibt natürlich unglaublich viele Nachrichten, ja, wenn Sie sich das anschauen. Jeden Tag kommen irgendwie 10, 12, 15 Nachrichten zu Amazon und das betrifft mal den Bereich E-Commerce, mal AWS, mal Prime und so weiter und so fort. Aber unabhängig davon, das kann man sich natürlich alles durchlesen und man kann sich versuchen, dann irgendwie so einen Reim drauf zu bilden. Aber ich glaube, wenn wir uns die Quartalszahlen von Amazon vornehmen, dann bilden die recht gut die operative Entwicklung des Unternehmens ab und auch zeitgemäß eigentlich sehr ordentlich. Und wenn ich mir dann anschaue, die Aktie läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Zuletzt nicht mehr ganz stark, hat ein bisschen gedauert, bis wir da an die 180 und uns mal rangepirscht haben. Bei 188 ist das Allzeithoch. Es sieht doch danach aus, als wenn Amazon in einem halbwegs vernünftigen Marktumfeld auch diese Marke nehmen kann oder zumindest mal anlaufen kann, denn ich glaube, dass die Anleger das ganz einfach sehen wollen. Amazon war ein bisschen spät zur Rallye mit dabei, war ein später Partygast. Ja, wenn wir uns das so mal anschauen, Sie sehen ja, hier hat es tatsächlich bis irgendwann Ende Oktober, Anfang November gedauert, bis die Aktie überhaupt mal angesprungen ist, aber seitdem krabbelt sie nach oben und ja, haben wir jetzt mittlerweile ebenfalls 50% erreicht. Vielleicht ist dann auch irgendwo mal gut. Bei Microsoft gestern war die noch leicht im Plus, also knapp unter Rekordhoch. Jetzt also die Mitteilung, Teams und Office werden voneinander getrennt. Weshalb? Teams hat 350 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und das ist halt, gibt es halt eben im Bundle mit Office. Und das ist den europäischen Wettbewerbshütern zumindest mal ein Dorn im Auge. Und weil es hier Untersuchungen gibt, hat sich Microsoft entschlossen, das Ganze zu entflechten. Jetzt haben Analysten mal nachgerechnet, was das denn bedeutet. Also pro Platz, pro Person letztendlich könnte das für Anwender dann um $3 teurer werden, als wenn es das Ganze im Bundle als Angebot gibt. Was bedeutet das weiterhin? Vielleicht für Microsoft jetzt gar nicht so viel. Ich glaube, na klar, wenn die Leute, also wenn die Bestandskunden jetzt das alle in Kauf nehmen und sagen, komm, ist uns doch egal, wir sind so tief verwoben eben mit Microsoft und weil wir Office haben, wollen wir auch Teams, dann ist das, dürfte relativ wenig passieren. Aber interessant werden könnte das natürlich für Zoom Video. Es gibt ohnehin Analysten, die argumentieren, Zoom Video bietet die bessere Plattform. Ja, es gab aber auch Leute, die gesagt haben, Beta Systems. War das Beta Systems? Nein, nicht Beta Systems. Beta, damals glaube ich, bei als es noch Videokassetten gab. Ja, und für die etwas jüngere Zuschauerschaft, das war, da hat man Bild noch auf Bänder drauf gespielt. Ja, dann musste man in die Videotheken gehen und dann beim Betamax hieß es. Es gab Video 2000, Betamax und VHS. Man sagte, lange Zeit haben die Profis gesagt, Betamax, eigentlich geht da nichts drüber. Hat sich aber nicht durchgesetzt. War das bessere System, aber hat sich eben nicht durchgesetzt. Und es setzt sich nicht mal das Bessere durch, sondern es setzt sich das bessere Gesamtpaket durch. Nichtsdestotrotz, sollte es jetzt also zu diesem Debundling kommen, dann sehen Analysten durchaus Potenzial für Zoom-Video, weil sie argumentieren, die Aktie könnte dann oder das Unternehmen könnte hier profitieren, weil dann viele Unternehmen oder einige Unternehmen trotzdem mal überlegen, macht das Sinn oder könnten wir in diesem Fall nicht tatsächlich auch den Anbieter wechseln? Und dann ist Salesforce sicherlich auch noch eine Adresse, wo sie landen könnten, aber Zoom wäre jetzt erstmal das Unternehmen und die Aktie, die davon am offensichtlichsten profitieren. So, da haben wir Trump Media Technology, da mussten wir uns ein bisschen behelfen mit dem Chart, was ist passiert. Ja, sind gestern ordentlich unter die Räder gekommen. Über 20% hat die Aktie verloren. Was ist passiert? Das Unternehmen hat gesagt, dass sie zuletzt weniger als $5 Millionen an Umsatz erzielt haben. Ja, das hatte ich Ihnen irgendwie schon vor 14 Tagen gesagt. Ich glaube, damals war mit Blick auf den letzten September war es sogar nur 1 Million und dabei horrende Verluste. Ja, das ist richtig. Ja, und das mag durchaus jetzt auch so sein, dass nachdem jetzt die Nachricht draußen ist, was sie schon vorher war, wenn man ein bisschen nachgeschaut hätte, aber jetzt ist sie offensichtlich in vielen Köpfen vorhanden und deshalb hat die Aktie gestern mal ordentlich einen auf die Mütze gekriegt. Das Thema ist weder neu, noch ist es originell. Es geht darum, wenn Donald Trump der nächste amerikanische Präsident werden sollte. Und das werden wir in den kommenden Monaten sehen, wie gut seine Chancen sind. Nämlich im Hinblick auf den amerikanischen Wahlkampf. Dann wird es die Leute nicht mehr interessieren, wie viel Umsatz er mit Trump Media macht, sondern nur noch, dass er unter Umständen Präsident werden könnte. Und dann wird in Ermangelung echter Zahlen, ja, wird man dann halt einfach irgendwas reinfantasieren. Das ist ganz oft passiert in der Vergangenheit, es wird wieder passieren. Weshalb? Weil Börse einem gewissen Muster folgt. Und wenn Sie solche Meme-Aktien haben, und das ist eine Meme-Aktie, die hängt an einer Person, da ist nicht besonders viel drin, aber sie macht Spaß, wenn man auf der richtigen Seite ist.
Ich glaube eben nicht. Es gibt jetzt Kursziele, da werden ganz viele lustige GIFs auch rumgereicht. Ja, Kursziel 0 und lauter solche Geschichten. Das können Sie mal direkt vergessen. Sondern Sie sollten sich anschauen, wie ist letztendlich das Handelsvolumen, wann beruhigt sich die ganze Geschichte auf der Unterseite. Dann wird eigentlich der Boden bereitet für den nächsten Anstieg. Denn solange er nicht raus ist aus dem Rennen, bleibt die Story intakt. Und dann hat sich's genau wie damals mit GameStop oder wie mit einer AMC oder allen anderen, die in diesem Umfeld eben mit nach oben gerissen wurde. Denn uns allen war damals auch klar, ja, GameStop, ja, kann man nachrechnen. Ob die eben so viel Milliarden Dollar wert ist, war sie nicht. Mittlerweile wird von einer Pleite geredet, kann auch sein, dass die hier irgendwann in die Pleite rutschen. Aber es geht ja erstmal darum, ein bisschen Spaß zu haben an der Börse. Und das sind so Unterhaltungsthemen. Donald Trump kann unterhalten. Ja, das muss man ihm zugestehen, das kann er und das kann die Aktie eben auch. Und deshalb sollte man da durchaus auch mal einen Blick drauf werfen, wenn man einen ganz starken Magen hat. So, ganz starken Magen. Ich werde mir jetzt noch eine Tasse Kaffee reinziehen, werde mich an meinen Schreibtisch zurückverkrümeln. Ansonsten sehen wir uns morgen früh dann mit den Märkten am Morgen und werden darüber sprechen, ob die Amerikaner heute tatsächlich noch in den Vorwärtsgang geschalten haben oder eben nicht. Das werden wir dann eben sehen. Und ach ja, genau, wir werden es eben sehen und nicht eben. Ich habe mal irgendwann gelesen, ich sage immer eben. Nein. Gut, also eben. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Flatex. Anlegen bei den Profis.